gibt jetzt noch mal einen letzten Slot, dass ihr alle eure Fragen, Kommentare anbringen könnt mit unseren drei Rednerinnen vom letzten Block der Konferenz. Dafür übergebe ich noch mal an Matthias. Ja, vielen Dank nochmal für dieses tolle Feuerwerk zum Schluss. Das war wirklich nochmal sehr spannend von dir, so diese Innovationsseite zu sehen, das Potenzial, so alle diese Chancen. Und dann von euch, wenn man es so sagen darf, die kritischere Perspektive, das war in dem Sinn ja auch gewollt. Ich erlaube mir jetzt vielleicht gleich die erste Frage doch irgendwie selber zu stellen. Du hast gesagt, eben es ist schwierig, diese politische Antizipation der technologischen Entwicklung, und trotzdem fairerweise sagst du ja, das Recht, die Regulierung ist, soll eine der Lösungen sein. Das ist eigentlich doch ein bisschen ein Widerspruch. Also, oder wie seht ihr das? Also vielleicht mal so diese kritische Perspektive. Also ich finde das... Sollte eigentlich laufen. Okay. Nein, ich finde das auch, also ich finde, man hat das auch gut gesehen bei diesem quasi Sandbox-Beispielen, dass quasi die regulatorischen Fragen werden mitgedacht. Und das ist, finde ich, auch ein sehr guter Ansatz. Das Problem, was ich schildern wollte, es ist politisch schwierig zu kommunizieren und zu vermitteln, warum es Handlungsbedarf gibt, wenn man noch nicht sieht, dass das Haus brennt, oder wenn man noch nicht sieht, dass eben irgendetwas Schlimmes passiert, was vielleicht gar nicht, oder wenn man nicht mal weiß, passiert überhaupt etwas Schlimmes. Das ist die Schwierigkeit. Aber ich denke, das ist auch ein bisschen nur eine Klammerbemerkung. Es gab ja dieser offene Brief dieser berühmten Wissenschaftler und Tech-Leuten wegen diesem AI-Moratorium. Und hier wurde meines Erachtens zu Recht kritisiert, dass man hier auf irgendein quasi Science-Fiction-Zukunftsszenario spielt, statt sich zu überlegen, was ist überhaupt im Hier und Jetzt schon das Problem, was wir angehen könnten. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich der richtige Ansatz. Okay, ja, sehr gut. Punkt. Ja, ich glaube auch, wie gesagt, es geht ja auch nicht darum, dass wir uns irgendwie in einem rechtsfreien Raum bewegen. Also so ist das ja nicht, das haben wir heute auch gehört, und es gibt ganz, ganz viele Grundlagen, angefangen in der Verfassung und in internationalen Menschenrechtsschutz, woran wir uns halten wollen. Und es ist klar, dass diese Gesetze gelten, ob jetzt eine Entscheidung automatisiert oder nicht, ob es jetzt sozusagen in Online- oder Offline-Welt, also die Gesetze gelten. Natürlich ist die Frage, wie wenden wir sie an, und ich glaube schon auch die Rechtsauslegung, die nochmals eine wichtige Rolle spielt. Und dann glaube ich aber auch, müssen wir uns überlegen, wo müssen wir eben Lücken schließen. Und das ist schwierig zu antizipieren. Ich finde das auch tragisch, und ich glaube, das ist nicht der einzige Politikbereich. Zum Beispiel das Beispiel, das ich erwähnt habe aus den Niederlanden mit diesem Kindergeldskandal, ist ein wahnsinnig tragisches Beispiel. Und solche tragischen Beispiele helfen uns, die Debatte voranzutreiben. Und das ist selbst ein bisschen tragisch, weil wir dieses Storytelling brauchen. Wie kann es wirklich Leute in ihrem alltäglichen Leben betreffen? Ja. Das ist nicht nur sozusagen in dieser Cloud mit einem Code, sondern es kann Leute wirklich betreffen. Und das ist wahnsinnig schwierig runterzubrechen. Und so traurig es ist, es braucht auch oft, zum Beispiel in der ganzen Klimadebatte, braucht es die Naturkatastrophen, dass die Leute irgendwie auch, oder wir alle, aufwachen. Ja, sehr guter Punkt, danke. Und trotzdem noch schnell die Frage jetzt an euch, eben ihr implementiert gewisse Aspekte, die ja schon gefordert sind. Jetzt eine konkrete Forderung von dir war eine Technologiefolgenabschätzung für überall dort, wo KI eingesetzt wird, mal so ganz verkürzt. Ist das etwas, was ihr schon plant oder schon macht, oder was denkst du dazu, zu dieser sanften Regulierungsanspruch? Ja, ich denke, eine Technologiefolgenabschätzung kann ein sehr wichtiger Bestandteil sein. Was wir sicher immer auch mit berücksichtigen, ich denke, hier müssen wir ein bisschen schauen, weil die Diversität der KI-Applikationen einfach so breit ist, dass pauschale Aussagen schwierig sind. Also die Beispiele, die wir gehört haben, dort ist das wirklich ein essentieller Bestandteil und muss auch wirklich von Anfang an sehr kritisch mitgedacht werden. In anderen weniger
kontroversen Beispielen reicht es, sich wirklich einfach die Folgen des Einsatzes der Technologie wirklich zu überlegen und dort auch mit normalen Risikomanagement-Maßnahmen zu arbeiten, um eben potenzielle Risiken zu identifizieren. Also ich glaube, dort ist die Diskussion auch sehr schwierig, weil die Spannbreite sehr, sehr, sehr breit ist. Okay. Ja gut, also schauen wir mal, wie es weitergeht mit der Sandbox, dass da gewisse Spieler reinkommen. Jetzt habe ich da eine erste Frage. Genau, ich habe eine Frage zur Kontrolle. Also es wurde ja mehrmals erwähnt, wie wichtig die Kontrolle ist. Was mir noch nicht klar ist, ist, wer diese Kontrolle auch macht, weil man kann die Modelle ja nicht veröffentlichen, sonst weiß der Einbrecher, wo die Polizei dann hingehen wird. Also das funktioniert irgendwie nicht. Also bräuchte es da nicht eine unabhängige Kontrollinstanz innerhalb der Behörde oder gibt es sonstige Lösungen, die da angedacht sind? Ich kann mal anfangen, aber ich glaube, also deswegen würde ich mich ein bisschen dagegen wehren, dass das so eine softe Regulierung sein muss, so eine Folgenabschätzung, das hört sich vielleicht erstmal so an, aber worum es uns ja geht, ist zu sagen, man kann manchmal nicht im Vorhinein sagen, ob ein System jetzt, das ist Hochrisiko, wie es jetzt vielleicht die EU versucht, sondern wir finden eben, da muss man einfach Fall zu Fall anschauen. Und so eine zum Beispiel grundrechtliche Folgenabschätzung kann dann auch eine wirklich sehr strikte Pflicht sein. Und dann zum Beispiel, dass die Unternehmen oder auch die Behörden dies einsetzen, aber ich sage jetzt zum Beispiel auch in der Entwicklung wirklich einfach Punkt für Punkt sozusagen aufzeigen müssen, was für Risiken kann das haben, was haben sie unternommen, um diese Risiken wirklich zu minimieren, dass man auch über eine Beweislastumkehr nachdenkt, also dass sie beweisen müssen, dass sie all das unternommen haben und wir uns auch überlegen müssen, als sozusagen, das ist wieder die politische Entscheidung, ist es für uns okay, wenn Sie sagen, wir können das nicht so richtig kontrollieren, dürfen Sie es dann trotzdem einsetzen? Oder wollen wir sagen, nein, wenn ihr das nicht kontrollieren könnt, wenn ihr das nicht erklären könnt, dann wollen wir vielleicht auch nicht, dass ihr es auf die Gesellschaft loslässt. Also so dieses, ich glaube, diese Folgenabschätzung kann auch ziemlich bissig sein. Okay, danke. Und jetzt auf die Frage jetzt. Ja, nur zur Aufsicht. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Aufsichtsbehörde oder eine Aufsichtsstelle zu machen. Also wie soll ich sagen, es gibt auch eine Aufsicht über den Nachrichtendienst. Und da, das ist ja auch teilweise geheim oder sollte geheim sein, was er macht. Dann ist die Frage, wie gestaltet man das aus, dass es wirklich griffig ist? Wo siedelt man es an? Hat diese Aufsicht auch genügend Ressourcen? Das ist meistens das Problem, um diese Fragen wirklich anzugehen. Okay, also politisch gibt es da Möglichkeiten und schon Erfahrungen mit anderen Regulierungsbehörden, könnte man es auch sagen. Also Datenschutz, der EDÖP. Ja. Also der EDÖP ist zum Beispiel ein, also die Datenschutzbehörden sind zum Beispiel auch so, oder es gibt auch Ombudsstellen, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Okay, super, vielen Dank. Weitere Fragen, Kommentare? Ich meine, es wird relativ klar, im Fall von Behörden oder auch in den Big-Tech-Bereichen gibt es eine Gewisibilität der künstlichen Intelligenz. Wie wollen wir dann mit Sachen umgehen, wo es eigentlich versteckt ist, wie zum Beispiel bei Deepfakes, weil das ist ja wirklich Einflussnahme auf das politische Geschehen. Albert Motsch, was habt ihr da für Antwort? Ja, also ich finde das ein sehr guter Punkt. Im ursprünglichen Entwurf, zum Beispiel des AI-Acts der Kommission, war ja für Deepfakes einfach eine Kennzeichnungspflicht vorgesehen. Muss man mal denken, ja, diejenigen Akteure, die ein böswilliges Interesse haben, werden wahrscheinlich die Kennzeichnung eher nicht machen. Das soll es jetzt nicht, also ich glaube, man kann gut über Kennzeichnungspflichten und so weiter diskutieren und das ist eine legitime Diskussion, aber das ist natürlich in vielen Bereichen so, was wir nicht herstellen können, ist absolute Rechtskonformität. Deswegen, finde ich, müssen wir auch darüber nachdenken, was sind denn die Sanktionen bei Rechtsübertretungen? Und wenn diese eben nicht spürbar sind, da wird auch wahrscheinlich die Konformität wieder darunter leiden. Also ich glaube, das ist schon auch, das eine ist, wie wir das Recht gestalten, wie wir die Rahmenbedingungen gestalten und das andere ist, was treffen wir für Maßnahmen, um eben auch die Durchsetzung sicherzustellen. Aber im Kontext von Deepfakes, die Akteure sind meistens ja auch Staaten und wollen sich nicht erwischen lassen. Wie will man das sanktionieren? Also wie sanktioniert man einen anderen Staat, der elektronisch
im Land der Schweiz zum Beispiel aktiv ist. Ich glaube, da kann man viel lernen aus anderen Politikbereichen, Regulierung von Finanzströmen oder organisierte Verbrechen und so weiter. Also das ist ein riesiges Problem, das will ich überhaupt nicht kleinreden. Aber das sollte uns ja nicht, ich glaube, diese Durchsetzbarkeit sollte uns nicht davon abhalten, zu sagen, das sind legitime Regeln, die wir setzen müssen. So, es gibt dieses Enforceability, oder das ja nicht in dem Sinne, also das heißt nicht, dass wenn ein Recht nicht durchgesetzt werden kann, dass es dann irgendwie keine Legitimität mehr hat, sondern dann müssen wir eben darüber nachdenken und vielleicht innovativ darüber nachdenken, wie kommen wir dahin, dass diese Regeln, die uns eben wichtig sind, die wir erlassen haben, dass wir die tatsächlich auch durchsetzen können, zumindest so weit wie möglich durchsetzen können. Ja. Mhm. Danke. Und noch vielleicht letzte Frage. Ich frage mich nur, wie zieht man die Grenze zwischen Polizeistaat, wo die persönliche Freiheit eingeschränkt ist, weil die Kreativität total eingeschränkt wird, wenn man quasi also Code und so weiter regulieren will. Also auch Deepfakes, ich meine, nicht, ich finde sie furchtbar. Also mich stresst es unglaublich, dass ich nicht mehr weiß, was ist wahr, ist nicht wahr. Aber es gibt auch die kreative Komponente vom Schaffen, vom Ausprobieren. Wie kann man da überhaupt Grenzen ziehen? Ich kann mir das nicht vorstellen. Also es ist natürlich eine schwierige Frage, aber ich denke, quasi im kreativen Bereich ist eben eine Art Deklarationspflicht eben durchaus hilfreich. Also gerade es sind verschiedene Medien daran, sich zu überlegen, wie sie umgehen wollen mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz. Wenn sie zum Beispiel sagen, dieses Bild wurde durch eine KI gemacht oder das ist wie quasi eine Fotomontage oder eine Karikatur. Wenn das deklariert ist, dann finde ich es unproblematisch. Das Problem ist ja, wenn es quasi mit böser Absicht erstellt wird und diese böse Absicht, die muss man versuchen einzugrenzen, nicht die quasi die harmlose Verwendung. Gut, ja, vielen Dank für diese letzten Gedanken von eurer Seite. Ich denke, es zeigt mindestens, dass wir noch einiges zu tun haben. Heute konnten wir, denke ich, viele Themen ansprechen, hoffe auch Wissen vermitteln. Vielen Dank an eure Inputs. Das war für mich auch sehr lehrreich und ich nehme an, auch für alle, die heute dabei waren. Vielen Dank. Zum Schluss. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich habe jetzt die Ehre, diese Konferenz abzuschließen. Ich bitte einfach noch, ich weiß, es war ein langer Tag, aber ich bitte noch um ein paar kleine Minuten um Geduld, dass Sie auch noch kurz sitzen bleiben. Wir haben noch ein paar Informationen, ein paar natürlich wichtige Dankesworte, die wir auch aussprechen möchten. Das ist so ein bisschen Teil jeder Konferenz. Ich möchte zuerst noch mal ganz herzlich einen Dank aussprechen an alle Referentinnen und Referenten, die heute da waren. Es war spannend, anspruchsvoll, sehr lehrreich, manchmal auch sehr lustig. Ich möchte einfach noch mal um eine Runde Applaus für all den Einsatz der Referentinnen bitten. Ja, der zweite Dank, den ich aussprechen möchte, ein sehr wichtiger Dank, geht an eine Person, die heute noch gar nicht wirklich in Erscheinung getreten ist. Sie war aber die ganze Zeit hier und das ist unsere IPST-Mitarbeiterin Annie Klombat. Sie sitzt hier in der ersten Reihe und sie war Event- und Programmverantwortlich. Es ist ihr zu verdanken, dass die Konferenz überhaupt so stattgefunden hat mit diesem tollen Programm. Vielen herzlichen Dank, Annie, es war wirklich eine super tolle Leistung. Annik ist natürlich unterstützt worden. Sie war die Hauptlead, aber unser ganzes IPST-Team war hier im Einsatz. Es war ein toller Teamanlass für uns eigentlich auch, zumindest für mich. Ich werde bald aus der BFH austreten und eine neue Stelle bei der Stiftung Mercator anfangen. Deswegen, es war wirklich eine besondere Freude für mich und auch fast schon ein bisschen emotional, jetzt hier mit meinem Team diesen letzten Anlass zu bestreiten. Hier ist schon das Datum für die nächste Konferenz in 2024, die nächste Transform. Wir würden uns natürlich sehr freuen, euch wieder begrüßen zu dürfen an dieser nächsten Konferenz. Und
Ja, genau. Ich glaube, es gibt noch ein paar allerletzte, Feedback und Themenvorschläge sind willkommen. Wir werden das auch einholen. Es wird heute, glaube ich, pünktlich um 5 sollte schon, also jetzt dann bald, sollte schon ein Feedback-Formular bei euch eintreffen per Mail. Ihr dürft das natürlich heute noch ausfüllen oder auch morgen, idealerweise, wenn die Eindrücke noch frisch sind. Und dann natürlich noch der Hinweis auf unsere kommenden Veranstaltungen. Wir sind ein sehr großes Team und ein großes Institut mittlerweile und haben auch viele spannende Anlässe vom IPST und von der BFH allgemein hier einfach zum Überblick. Ihr dürft euch das gerne anschauen und natürlich seid ihr sehr herzlich willkommen. Und dann noch ein letzter Hinweis, den ich den ganzen Tag vergessen habe. Es gibt auch noch einen Wettbewerb von einem unserer Partner, der Agilita. Es ist ein Stand unten mit dem QR-Code, der kann gescannt werden und dann kann hier noch etwas gewonnen werden. Ich glaube, das war alles. Ich checke nur mit Annik, dass ich nichts Wichtiges vergessen habe. Dann bleibt mir eigentlich nur noch, euch allen zu danken für diesen tollen Konferenztag, den ihr wirklich toll gemacht habt mit eurem Engagement, mit eurer Mitdiskutieren, Mitfragen stellen. Und wir freuen uns sehr, wenn wir euch hoffentlich einen inspirierenden Einblick in die KI-Welt geben konnten und freuen uns natürlich, wenn ihr die Diskussion auch weiterführt und weitertragt. Und wir stehen weiterhin als Ansprechpartner zur Verfügung und freuen uns über alle Kontakte, die sich noch so ergeben in der Zukunft. Ja, vielen herzlichen Dank und kommt gut nach Hause und natürlich viel Spaß beim Apéro.